Ja, hi, willkommen, mein Name ist Daniel W. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Star Wars Battlefront 2, die Kampfszenarien. Diesmal die dunkle Seite. Boah, das fängt schon wieder geil an, ne? Und ja, nach drei Versuchen hat endlich mal mein Aufnahmeprogramm gesagt, so, den Part behalten wir. Und ich bin jetzt hier mit der hellen Seite endlich fertig. Und jetzt können wir endlich mal die dunkle Seite spielen. Geil, ne? Und ja, wir fangen an mit Radiatia aus, mit Darth Maul und einem Superkampfdruiden. Los geht's. Schön, mal keine Zeit. Auf Naboo. Okay, er spielt so zur Episode 1, obwohl da waren noch keine Superkampfdruiden, oder? Jedenfalls hat man noch keine gesehen, ne? Aber können ja schon da gewesen sein. Alles klar. Plan hat heute noch alles zu schaffen, damit wir das auch aus dem Weg geräumt haben. Dann können wir in der nächsten Folge schon endlich Dingens hier Multiplayer spielen. Okay. Oh, blablabla. Wir kämpfen gegen Klone. Ja, okay. Ach, das ist so eine Mission, merke ich gerade. Wo seid ihr schon wieder alle? Hier ist Lichtschwertwurf. Ja, mit Rechtsklick kann er so seitwärts, okay. Weil er kann nicht blocken, habe ich gehört. Passt. Sag ich, die erste Mission ist direkt zu weit. Ey, das wird ja ganz schön schwierig sein. Seid hilflos. Ja, Problem ist wieder, es tauchen wieder voll wenige Gegner auf. Ich muss sie immer wieder erst alle suchen. Aber wieso töten diese Angriffe nicht? Diese Sprungangriffe, die müssten sofort töten eigentlich. Oh, das ist ein Flächenangriff. Schon einige Spieler voll online abusen diesen Seitwärtsschritt. Ja, aber wird hier kein Problem. Oh, ich bin gleich tot, merke ich gerade. Gott, noch 9 Kills. Also kann man. Okay. Boah. Mit dem Lichtschwertwurf nicht. Da kommt er. Wo seid ihr? Und sagen nur ein Kill. Will ich aber nur hinkriegen. Separatisten Sieg. Ja, natürlich. So, nächstes Level spielen, ja. Das war schon schwer. Allein aber nur, weil, weiß ich nicht, Gegner wieder zu finden, das ist wieder so ein Problem. Aber jetzt schon, ich habe das mit Luke am Ende geschafft, was ich am schwierigsten fand. Was ich ja das erste Mal gemacht habe, also werde ich das jetzt auch schaffen. Darf mal von der Pro Damage Dealer. Mit dem Lichtschwertwurf da üben wir noch. Genau so. Na, komm mal hier durch. Hi. Schlitz. Nicht während der Rolle unbesiegbar, das ist irgendwie so üblich hier bei Rollen.
Aber ich glaube nicht. Ja, voll überpowered. Gerade deinen Kollegen in der Luft gejagt. Habe ich mal ganz kurz ein bisschen heilen. So viel dazu. Aber ist ja kein ein Leben Herausforderung, ne? Schlitz. Oh Gott. Von viele Gegner auf einmal. Und weg bist du. Das ist wahrscheinlich das Schwierigste, ne? Neue persönliche Bestleistung. Geil, ne? Erste persönliche Bestleistung. Gut. Weiter. Gott, was allerschwierigste von allen, ne? Oh, wie viel muss ich jetzt erlegen? 20. Ein Leben, oh Gott. Keine Fähigkeiten, oh Gott. Also das war nicht so eine gute Idee. Er kann nicht blocken oder all sowas hier. Guck mal, wie viel wir schon hier an Schaden bekommen haben. Ei. Das war so ein auf Hit und Run machen, ne? Ja, wird aber nicht funktionieren. Verdammter Dreck. Mir schon gedacht, ey, wie soll ich denn. Muss ich den Druiden nehmen wahrscheinlich. Und ich vorstelle, dass ich das mit ihm schaffe. Weil er kann ja nicht blocken oder irgendwie sowas. Ohne Fähigkeiten bringt er irgendwie nicht so, habe ich so halt gefühlt. Ist doch schon besser. Seid ihr? Ich zeig auf euch. Na, ah, ich habe mich verbrannt. Ich bin tot. Ja. Hab ich schon gedacht, ey. Androide. Ich empfinde keinen Schmerzen, ne? Ist mal ganz ehrlich. Dreck. Ich hab den Löwen da im Hintern geschossen. Jetzt auf die kamen gerade alle von da. Alter. Ich bin ja gleich tot. Nicht sein, jetzt ist zu schnell weg. Ja, ist richtig schwer hier. Wann? Ist denn das? Es ist die erste Mission, verdammt. Mit Maul aber besser abgeschnitten. Nicht so viel Schaden machen. Ah.
Oh mein Gott. Lange ich brauche, um ihn zu töten. Ey. Will ich mich nicht heilen? Doch, muss schon sagen. Jetzt warten wir hier. Ich glaube, ich habe genug Zeit. Wenn ich von hinten kommt, ist alles okay. Ist genau gerade passiert. Also knapp. Oder? Einer. Da. Oh. Ja, das war dann so schwer. Alles klar, erste geschafft. Wir sehen uns gleich bei der zweiten. Bis gleich, ey. So, weiter geht's. Grenzenlose Macht. Meint sie etwa unbegrenzte Macht? Ja, obwohl, ich weiß gar nicht, was der in der deutschen Version sagt. Ich weiß, Unlimited Power sagt er. So. Habe ich schon mal Darth Vader oder Sidious gespielt? Ich glaube nicht. In der Beta? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Mal schauen, gucken wir mal. Weil dafür ist ja Arcade da, ne? Können wir halt ein bisschen üben. Darth Vader kam ich jetzt im ersten Teil nicht so gut klar. Also hoffentlich wieder in diesem Teil besser. Na, zeig mal, was hast du? Lichtschwertwurf, Würgegriff. Ja, wir kosten keine Ausdauer und versuchen Bonusschaden. Was ist denn Ausdauer? So, imperialer Marsch. Euer Schicksal liegt natürlich. Das ist nicht sein Originalstück. Ja, falsche Fähigkeit. Wir brauchen doch keine Ausdauer, oder? Oder ist das dieses rote Ding? Verstehe es nicht. Widersetzt euch nicht. Wertlos. Ja, seine Stimme gefällt mir nicht. In der Version. Hat er mehr AP als Luke? Ja, das hätten sie irgendwie so machen sollen, um ihn irgendwie auszugleichen. Ja. Was bedeutet das jetzt, wenn meine Ausdauer verbraucht ist? Was dann, wenn das rot ist, ne? Ja, Ausdauer euch fürs Blocken, genau. Habe ich unendlich. Warte. Okay. Nachkommen kosten keinen Ausdauer und versuchen Bonusschaden. Aber dann blocken auch. Naja, so könnte ich irgendwie so einfach so auf die Gegner losgehen und hat die irgendwie, weiß ich nicht, was machen können, weil ich die ganze Zeit blocke. Weil ich diese eine Fähigkeit an habe, geht meine Ausdauer nicht runter oder was? So kann ich einfach so auf die Gegner losgehen mit geblockter Haltung und dauer die weg. Da verstehe ich da gerade etwas falsch. Sollen wir weitermachen?
kann ich nicht, ne? Aber er ist auf jeden Fall schneller als im ersten Teil, habe ich so ein Gefühl. Beim ersten Mal unglaublich langsam, ey. Das war überhaupt nicht spielbar. Aber Luke war irgendwie im ersten Teil viel schneller. Das ist irgendwie komisch. Ja, ich spiele so ein bisschen mit den Gegner, ich weiß. Mal herausfinden, wie die ganzen Fähigkeiten funktionieren und so. Wir müssen sowieso gerade aus hoch. Um. Ihr könnt euch nicht verstecken. Endlich Multiplayer-Schlacht machen. Level 1 abgeschlossen. Wäre noch relativ easy. Ist jetzt wahrscheinlich schwieriger. Wenn nicht, dann wird es gleich schwieriger. Mal sehen. Wir wollen heute noch fertig mit den Kampfszenarien, hoffentlich. Das seht ihr, darf ich CDs spielen? Nein. Da. Ich hoffe, mich immer rein zu spawnen. Ah, ich habe ihn getroffen. Mein Gott, ehrlich, geht doch kaputt. Ich für den nix, ja. Doch, ja, hier Peil. Woher Peil sind, ist nicht so gut, finde ich. Lernpistole, die ist auch blöd. Da muss ich den Gegner treffen. Mit das kann ich auch direkt auf den normal schießen. Verstehe ich irgendwie nicht so. Also ich verstehe natürlich wieder nicht genau, wie funktioniert die Fähigkeit. War gut. Ja, aber getroffen. Und wieder Multiplayer endet. Ich muss aber auch sagen, bei Multiplayer spiele ich relativ anders, wie ich zum Beispiel hier spiele. Hier tue ich irgendwie, weiß nicht, voll Kamikaze-mäßig spielen. Also werde ich nie im Leben im Multiplayer spielen. Da werde ich wahrscheinlich viel öfter in Deckung gehen. Ein bisschen mehr sneaky sein. Weil es funktioniert, ist eine Sache, aber weiß nicht. Dann werde ich auch mal meine ganzen Karten geöffnet haben, damit ich wenigstens einen kleinen Vorteil habe, um meinen fehlenden Skill auszugleichen. Waren ein paar zu viele. Ich wollte aber sowieso nur Punkte holen, weil ich ihn hier spielen will. Keine Zeit zum Lesen. Ja, also ich habe keine Zeit zum Lesen. Währenddessen sterben die Leute hier. Ist er blocken oder? Auch angreifen. Schießt mal jemand auf mich. Hey, ich bin der Imperator. Wenn ihr auf mich schießt, dann seid ihr Helden. Ich glaube, das ist auch ein Angriff. Ja. Komm schon. Wissen wir nicht mal genau, was er drauf hatte. Aber es war gut.
Sein Blitz erinnert mich hier irgendwie an Winston aus Overwatch. Also ich muss die Gegner nicht richtig treffen, sondern die Blitze gehen irgendwie so auf die rüber. Das Geschütz ist online. Einfach Dings. Granate kommt. Hier, die teilt sich auf. Blendgranate, genau. Oder weil nicht. Helfe, Granate! Granate bereit! Granate kommt! Ja, ich lasse mir immer meine Fähigkeiten sich zu schnell aufladen. Granate kommt! Ja, das tut mir. Oh, komm schon. Warum tauchen die Gegner immer da auf, wo ich gerade nicht bin? Ey. Das ist so Deathmatch-mäßig hier alles ausgelegt, diese ganzen Mini-Level. Gegner können überall auftauchen, das finde ich nicht so gut. Über irgendwie so, weiß ich nicht. Du gehst dahin. Oh, da wird viele Geld geben. Oder auch nicht. Du weißt, da hinten befinden sich die Gegner. Na komm schon. Meine Granate geht noch nicht mal hoch. So, jetzt geht's hoch. So. Mal schauen. Wird wahrscheinlich so viel Kampfläufer angeführt oder was auch immer dieser Modus ist. Spielen da, wo die meisten Leute in einer Karte sind. Granate bereit. Ja, was machst du jetzt? Na, habe eine Pistole voll gegen den sein Gesicht gehalten. Was jetzt? Komm bloß nicht näher, ich schieß dich. So, jetzt kommt das Schwächste, ne? Level 2 habe ich so lange dafür gebraucht. Jetpacks machen dich extrem wendig. Boah. Blaster, mit ihnen kannst du Leute erschießen. Lichtschwerter, sie tun weh. Ja, okay, war mal vernünftig hier. 65 gegen 65. Halbe Spielergesundheit. Oh Gott. Boah, das ist auf mich schießen, ehrlich. Waren so viele Leute. Ah, okay. Jemand? Okay. Doch, da war einer. Aber keine Spielerkarte bei euch gerade. Wieso genau hat meine ich? Tauchen einfach hinter mir auf. Ja, wir verlieren schon wieder hier. Komm schon. Nur seid ihr viel schwieriger. Ich dachte, die dunkle Seite ist immer die überpowerte. Alter! Ah. Immer drin. Schon immer mal benutzen. Oh, ich werde sterben. Boah, ich habe dich auch erledigt. Was machst du jetzt? Na, guck mal, jetzt sind die auf 4, 5, 6 Leute. Ey. Einen Spezialisten spielen, weil ich vielleicht sowieso so schnell. Oh.
Bringt ja voll, weil es gibt keine Karte. Na komm schon. Au. Na schon. Aaron Gunner. Na, versuchen wir nochmal Palpatine. Wo wir mit dem voll schnell verreckt sind. Jetzt haben wir ja weniger AP. Schützen. Ja, mach Gegner vor sich mit einem Schaden. Nee, Schaden für die Bewegung zu verlangsamen. Okay. So, wie weit reicht mein Blitz? Ja, okay, ich wollte eigentlich weit. Mein Gott, tue ich weit. Überhaupt nichts zum Abwehren. Ey, wie soll ich denn so jemanden erledigen? Wie soll ich denn so überleben, meine ich? Fragt doch ihr mit jedem Schuss. Ja, 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 ja. Oh Gott, wir sind schon wieder am Verlieren hier. Oh mein Gott, ehrlich? Mann. Oh, da gehe ich eben hier mit rein. Wir schon wieder auf die Fresse kriegen. Schwere Geschütze. Aus dem Weg, ich will den erlegen. Oh, ehrlich. Ey. Diesen Gewinn war ja nur halbwegs. Komm schon, einer. Mein Eingreifen hat uns alle gerettet. Boom. Gewonnen. Ah. Warum sind die Missionen denn so schwierig? Ja, was soll's. Gewonnen ist gewonnen. Gut, dann würde ich sagen, ich beende die Partie hier. Das wird wahrscheinlich ein bisschen länger sein hier, allein schon wegen den drei hier. Und ja, sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder. Tschüss, Kowski. Hinterlasst ein Like, ein Abo und einen Kommentar. Ciao.